Das 8. Braker Binnenhafenfest am Wochenende bot wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Das erste Highlight lieferten der Lions Club Brake und der Damen Lions Club Mimi Leverkus. 1500 Enten wurden für den guten Zweck zu Wasser gelassen und mit ein bisschen Schützenhilfe der Feuerwehr ins Ziel gebracht. Durch den Verkauf von Patenschaften für das Entenrennen konnten die Lions 10.000 Euro für die Palliativzimmer am St. Bernhard Hospital sammeln. Bei der Kutterpull-Regatta, die in diesem Jahr leider etwas abgekoppelt von der Festmeile stattfand, traten 8 Teams gegeneinander an. Das Rennen machte, in einem spannenden Finale, das Team Tonnengeier. Auf dem 2. Platz lagen Yunus 11 vom Braker Ruder- und Segelverein.